Hallo zusammen, da sind wir endlich wieder. Ja, einige von euch werden sich wahrscheinlich fragen, warum jetzt so auf einmal unangekündigt so eine lange Pause war seit der letzten Aufnahme. Ja, das lag daran, dass ich etwas krank war und in der Zeit nicht aufnehmen konnte. Aber mittlerweile geht es mir wieder besser und deswegen kann ich endlich mit den Aufnahmen weitermachen. Jo. Also nochmal kurz rekonstruieren, was in der letzten Aufnahmesession passiert ist. Wir haben es endlich runtergeschafft ins untere Stockwerk des Tempels und müssen hier nun die Siegel finden. Ja, es gibt insgesamt 5 Siegel, 2 haben wir bereits, das des Fluches und der Abwehr. Also fehlen uns noch 3 Stück und dann müssen wir den Dämon besiegen. Ja. Also würde ich sagen, dass wir gleich mal weitermachen. Hier in dem Raum war zwar auch das Buch des Siegels der Präsenz, aber das ist leider nicht hier. Das müssen wir wohl woanders finden. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter auf die Suche. Mal sehen, was uns noch so an Gegnern erwartet. Ich hoffe mal. Naja, die Smaragdspinnen gingen noch einigermaßen. Die Gargoyles sind eher nervig. Oder die Wasserspeier, wie sie heißen. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Hier stehen sie überall rum und wollen uns gleich an den Kragen, wenn wir den Raum betreten. Okay, da ist einer schon mal. Und da drüben steht einer, aber ich fürchte mal, es sind noch mehr, oder? Na, bis jetzt sind's 2 Stück. Und so wie es aussieht, 2 von der schwächeren Sorte. Deswegen haut Fargrim mal mit einem Wuchtschlag auf den da drauf. Ja, machen wir das. Mal schnell so. Sonde. Na, da kommen noch mehr. Okay, wie viele sind das jetzt? 5. Na, wirft Kuano am besten mal Feenstaub, dass wir einen kleinen Kampfvorteil haben. Fyris und dich auf den, der Fyris angreift, dass wir den schnell loswerden. Ich merke gerade, meine Fulminictus machen kaum Schaden gegen dir. Oho. Fyris heil ich mal selber. Und wer heilt Kuano dann? Kuano versucht's nochmal mit Sternstaub. Und ich am besten mal einen Kugelblitz. Das war nicht so gut. Toller Anfang für die erste Aufnahme nach der ganzen Weile. Na gut, aber es stehen noch alle 5. Weil ich irgendwie das Problem habe, dass Fork immer wieder nichts trifft. Na, man muss sich nur beschweren. Erst auf die Angeschlagenen. Ach, das könnten wir sogar noch schaffen. Habe ich noch genug für den Fulminictus? Ja. Okay. Jetzt muss ich mich etwas zurückziehen. Was? Fargrim kann man einen Schleifstein benutzen. Er macht etwas mehr Schaden. Komm, schaltet den einen schnell aus, dann kann Fargrim. Aua.
kann Vorgrim mir den anderen vom Hals halten. Genau. Mann, war das knapp. Aber ich denke mal, das dürften wir gerade noch so schaffen, Vorgrim und ich. Und hinüber. Jetzt kann ich wieder Wunden versorgen hier. Was? Feiris kann mich mal heilen. Balsam Salabunde. Und ich heile Feiris, also versorge ihre Wunde. Ja. Und dann kann Folge mal schnell die Gargoyles durchsuchen. Wir haben ja netterweise immer Sandstein dabei, was Vorgrim zum Schmieden verwenden kann. Wenn er es denn irgendwann mal lernt, dafür müssen wir erstmal nach Nadoret zurück. Beziehungsweise schmieden kann er ja, glaube ich, schon. Ja, du wirfst einen Schatten, ich traue dir nicht. Deswegen, weil das so knapp war, speichere ich jetzt mal den Spielstand. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Da geht's weiter, mal kurz auf die... Ja, es war gut, ihn nicht zu trauen. Und das hier sind auch noch die stärkeren Varianten dabei. Also das sind ja die schwächeren, die sind etwas stärker, das sieht man auch irgendwie am Gesicht. Die mit der hässlichen Fratze sind die schwächsten, davon sind es zwei. Und die mit ihren komischen... Ich weiß nicht, die sieht irgendwie aus wie so Echsenmenschen-Fratzen. Die sind am stärksten. Na? Und deswegen sollte Vorgrim gleich mal auf den stärksten losgehen. Quan auf den da. Und Feiris und ich gehen auf einen von den Schwächeren. Gleich mal mit einem Kugelblitz. Ach Gott. Das sind aber ordentlich viele diesmal. Ja. Ob wir das so einfach... Was? Ob wir das so schaffen werden, das ist die gute Frage. Ich mach mal am besten ein Schild an für die Gruppe. Diesmal werde ich sicher Heiltränke verbrauchen. Deswegen... Ja. Ach, was soll's drum. So. Ob bei denen das bessere Angebot hilft? Nö. Also bei denen kann man besseres Angebot nicht einsetzen. Aber man kann Sternstaub werfen. Ei. Achtung! Ja. Vorgrim schluckt gleich mal einen Einbeersaft und dann haut er mit ein paar Wuchtschlägen drauf und trifft natürlich mal wieder nichts. Ja. Quano kann Sternstaub werfen. Ich den einen schnell mit einem Fulminictus loswerden. Feiris kann gleich mal Quano heilen, bevor er mir sofort wieder umkippt. Ja. Folgt noch ein Wuchtschlag. Was? Und ich etwas zurückfallen lassen. Mal gucken, welcher mir folgt. Der da folgt mir. Aber ich schieße erstmal. Ich schieße erstmal auf den, der mit den, auf den Quano auch schießt. Folgt braucht gleich noch einen Einbeersaft. Ja. Es kann wirklich nötig sein, dass wir uns erstmal aus der Ruine nachher gleich zurückziehen müssen. Und Feiris hat keine Munition mehr. Ja, wir müssen uns definitiv zurückziehen. Weil Feiris hat absolut keine Munition mehr. Wir müssen die Munition kaufen gehen. Aber kein Problem.
müssen wir halt die Brandpfeile benutzen. Vorgrim kriegt seinen immer noch nicht tot. Ja? Das ist doof. Achtung! Und Fyrus sollte bei Vorgrim heilen. Na? Und wieder ist einer gefallen, jetzt sind es nur noch vier. Ja. Quado trinkt einen Einbeersaft und dann macht er Sternstaub. Was mache ich? Ich kann nicht geheilt werden und wegrennen. Was? Ja! Yeah. Quan, du lenkst den mal kurz für mich ab. So, dankeschön. Ja. Jetzt kannst du wieder den angreifen mit einem gezielten Stich. Und Vorgrim hat wieder genug Ausdauer für zwei Wuchtschläge gleich hintereinander. Na, wenigstens läuft es jetzt langsam rund. Ich sollte auch weiter angreifen. So, jetzt steht nur noch einer. Das lief diesmal doch ein bisschen angenehmer als gerade der letzte Kampf vorhin. So. Sehr schön. Bevor wir jetzt hier weitermachen, noch mal raus hier. Ei. Wie viel Bolzen habe ich eigentlich noch? Ich habe auch nur noch 23 Bolzen und dann bin ich... Ja, wir sollten dringend Pfeil und Bolzen kaufen gehen. Ja. Fyrus kann die Falle hier vorher ausschalten. Ich benutze mal Kräfte der Natur zum Komplettheilen der Gruppe. So, und dann einfach mal ab durch die Mitte raus hier. Und hoffen, dass es keinen Respawn gibt. Sowas ist ja immer nervig, vor allem in solchen Singleplayer-Spielen. Ach, und bei der Gelegenheit können wir haben ja auch noch das eine Nebenquest hier, die Seelenrettung, wo wir die Überreste von der Rodra-Geweihten finden müssen und zur Ruhe zu betten. Da sollen wir ja mit den Elfen reden. Die wissen vielleicht was. Das können wir dann auch in dem Rutsch gleich machen. So, hier war der Raum mit den gruseligen Statuen. Die sind wir ja mittlerweile auch los. Und damit auch die Untoten, hoffentlich. Obwohl, was heißt hoffentlich? Eigentlich wären mir die Untoten ein bisschen lieber als die Skelette. Da lang waren wir schon, da geht's nicht weiter. Müssen wir hier lang zurück. Und dann hoch. Zu der Elfensiedlung. Ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht etwas langweilig, kurz zurückzurennen.